Weiter geht's mit Pokémon Feuergrün. Wir sind immer noch hier auf dem offenen Meer, das gar nicht so offen ist. Und auf dem wir ständig von Wasser-Pokémon genervt werden. Jeez. Hallo, ihr geht mir auf den Keks. Yay, wir sind in der Stadt angekommen. Sie platzt sie. Erstmals Pokémon Center besuchen. Was bist du? Das sehen wir gleich. Erstmal Pokémon Center. Ja, bitte heilen. Und ich glaube, ich sollte dann unbedingt mal bis zur nächsten Folge meinen Taubsi trainieren. Das ist ein bisschen hinten dran. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Meine Bescheidenheit ist die Krönung meines perfekten Charakters. Eingebildete Zibbe. Was bist du? Mal sehen. Da nochmal ziehen und hier ein spitzer Öl. Hab gar nicht gemerkt, dass du reingekommen bist. Ich bin Professor Palm. Sag nicht, die waren auch bei dir, Junge. Und du heißt eigentlich Professor Palme und haben dir auch dein E geklaut. Sag mal, kennst du schon die Höhle ganz im Westen dieser Stadt? Man kann dort viele Einschlagskraft von Meteoriten finden. Was sehr merkwürdig ist. Ich meine, wie können Meteoriten in eine Höhle einschlagen? Da drüber sind schließlich 10 Meter massiver Fels. Das hier ist eine Zeitkapsel, die ich gebaut habe. Ich will damit in die Vergangenheit reisen, um zu sehen, wie das mit der Höhle passiert ist. Ich brauche allerdings noch einen speziellen Meteoriten aus der Höhle. Würdest du es nett sein und ihn für mich in den Meteorhallen suchen? Natürlich, wir sind doch so eine treu doofe Pokémon-Trainerin. Unser Forschungslabor ist sehr bekannt, musst du es dir mal ansehen. Habe ich schon. Wer wohnt hier? Niemand. Ey, dich habe ich noch nie in Sibar City gesehen. Bist du neu hier? Ich bin bloß auf der Durchreise. Du hast nicht zufällig Team Shocket gesehen? Doch, ich habe hier nämlich ein tolles Kostüm. Siehst du, ist doch cool, oder? Nicht wirklich. Ich bin nicht so gut auf Team Shocket zu sprechen. Kein Team Shocket? Also für dich kann ich alles sein. Ich glaube, ich sollte besser gehen. Die Verkleidung könnte später noch nützlich sein. Ha, endlich habe ich mal einen Camper erwischt. Ah nein, ich werde nicht gegen dich kämpfen. Ich kann das nämlich nicht ohne zu kämpfen. Pokéball! Yay, nutzloses Gras ist nutzlos. Da erwischt man so und noch mehr nutzloses Gras, das nutzlos einfach hinter Bäumen rumwächst. Weil nutzlos. Und ganz viele Häuser ohne Türen, ey. Der Architekt wird echt verklagt. Ach, mein Kind. Schön, dass du wieder da bist. Verschwinde sofort aus meinem Haus, so ungezogenes Kind. Also, ihre telepathischen Fähigkeiten sind miserabel. Ich habe doch an gar keine Beleidigung gedacht. Oh Mann. Kann nicht jeder so ein telepathisches Genie sein wie du. Gestern stand ich echt am Abgrund, aber heute bin ich schon einen großen Schritt weiter. Ja. Ist recht, Junge. Meteorhallen. Ah, das wollen wir also hin. Erst noch alle Häuser durchsuchen. Ich liebe Menschen, nur Leute kann ich nicht ausstehen. Ja. Alles Ansichtssache. Fels. Schade. Hier noch reingucken.
Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Ich habe einen Witz gemacht. Mal ins Gym gucken. Bevor ich Orden sammle, sollte ich erstmal das E und die Pokémon zurückholen. Schade. Ich meine, du könntest gut angeben hier. Guck mal, ich habe ein paar Orden gesammelt. Pokéball! Tatsächlich einer! Verarschen? Verarschen? Nicht verarschen. Superball! Dann schauen wir doch mal in die Meteorhallen. Oder zuerst probieren wir mit dem Knirps hier. Es ist echt mühsam, sich um so viele Bäume zu kümmern. Ich wünschte nur, es wären Obstbäume, damit ich etwas von der ganzen Pflege habe. Tja. Pech gehabt. Meteorhallen. Boing, boing. Und Leitor. Und das hat mir jetzt gebracht. Gar nichts! Yay! Ach doch, ich konnte gar nicht hin vorher. Das ergibt keinen Sinn. Alte Villa? Alte Villa? Verfluchte Villa Kunterbunt. Nee, oder? Pipi Langstrumpf wird auch noch hier eingebaut. Verfluchte Villa Kunterbunt. Ein Zwirklob, oder wie es Viech heißt. Bleib stehen, ich krieg dich ja doch noch. Oh, ein Schuppet. Schuppet. What the? Pac-Man? Okay, wir spielen Pac-Man. Wir verlieren den Pac-Man. Auch recht. Soll mir auch recht sein. Grrr. Ich bin nicht gut in Pac-Man. Das Spiel ist zu alt. Ah! Geht weg! Ich sehe tote Geister. Ich sehe tote Geister. Na, ich hatte es fast. What the hell? Okay. Das hat mir jetzt was gebracht. Pokéball! Sonderbonbon! Zwielicht. Okay, du bist cool. Biss. Autsch. Biss. Okay, du bist richtig cool. Dich hole ich mir. Item. Pokéball! Yeah, meins wir Licht. Meins? Nein, ich hab schon eins von deiner Sorte. Nein, hab ich gesagt. So schwerhörig?
Muss so sein. Tschüss. Ja, was hat's mit dem Spiel hier auf sich? Das will ich jetzt noch wissen. Oh. Mise failed. Noms. Einfach weggenommen. Ey, ich hab das Ding zuerst erreicht gehabt. Betrug. Aber ganz großer. So. Euch beide hätte ich schon mal weggenommenst. Ah! Da sind ja wieder neue. Was soll das? So war das aber nicht ausgemacht. So war das aber ganz und gar nicht ausgemacht. Okay, lass mal das. Das versuche ich offscreen nochmal. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Da muss ich mich nämlich erstmal einspielen. Ich bin zu schlecht in Pac-Man. Was haben wir hier? Maike findet Meteorit. Wer hat diesen Stein in einen Pokéball gepresst? Reife Leistung. Ja. Item. Haben. Muss. Item. Haben muss. Haben muss. Sonderbonbon. Yay. Yay, wir nähern uns mal wieder dem Ende des Parts. So ein bisschen. Ich denke, bis zum nächsten Part werde ich alle Pokémon auf, na, was sag mal, Level 20 trainieren. Einfach so. Weil ich's kann. Und weil ich's will. Yeah, jetzt haben wir schon 4 Pokémon. Nein, ich wollte dich doch nicht anreden. Lass mich. Ich will nur noch den Meteoriten abgeben. Wobei. Wait. Wait, wait, wait. Denken wir mal scharf nach. Der Typ hat eine Zeitmaschine gebaut. Er braucht einen Meteoriten. Am Ende schickt er uns in die Vergangenheit und ich würde lieber hier trainieren. Also, was sag mal, mach mal eine kürzere Folge. Gehen wir beim nächsten Mal hier in diesen verrückten Heini Honk. Na, was sagt ihr? Sieht doch auch so, also. Bis dahin, Leute.